Er hatte den Weltrekord. Ja. Er hatte ihn mit 234,5 Meter. Und den kommentiere ich jetzt im Stehen, Gerd. Den kommentiere ich jetzt im Stehen. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Wie weit kann Björn Einer vom Jürgen runtersegeln? Er hat noch Höhe. Er hat ihn zurück. Ja, bist du die Jungs, dran. Die Jungs sind nicht normal. Die sind nicht normal. Das ist noch weiter. Ja, der landet doch auf der VIP-Tribüne. Das gibt's doch gar nicht. Nee, das ist ein Druckfehler. 239 Meter. Ja, liebe Leute. Wo bin ich denn hier? Im falschen Film. Das kann doch alles nicht wahr sein. Doch. Gerd, solche Weiten kann man doch nicht stehen. Doch. Die sind verrückt. Unglaublich, da ist es schon fast eben. Also wer mal die Zeit hat, zu einem Skifliegen zu fahren, egal wo. Na, also, ich muss was trinken, mir klebt die Zunge fest. 239 Meter Björn Einer Romöhren. Irre, wie hoch der da ist. Und da, man muss sich vorstellen, man guckt da hin und man denkt, das ist eben, da geht es schon wieder berghoch. Und mit welcher Geschwindigkeit landet er dort? Ja, um die 140 Stundenkilometer Mahlzeit. Und das fast im Flachen. Also, die müssen noch die Kniescheiben rausspringen. Aber er hat ja jetzt genügend Zeit, sich zu erholen. Jesus, und die werden heute eine Feier zelebrieren. Also. Was war denn hier heute alles los? 231, 234,5, 235,5, 239. Wo soll es nur hingehen? Und es kommen noch vier.